Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Video mit Form Clay und dieses Mal auch mit Silk Clay. Und ich probiere das Ganze einfach mal in Silikonformen aus. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch dieses Material schon. Hier sind einmal so kleine Styroporkügelchen drin. Das Ganze ist so ein bisschen wie Knetmasse und verhält sich auch so. Also man kann damit wirklich schöne Sachen formen. Ihr seht, es lässt sich so ziehen und zerreißen, aber auch wieder zusammenrollen und halt eben formen. Und wie gesagt, hier sind so kleine Kügelchen enthalten. Und beim Silk Clay ist es so, dass das Ganze wirklich eine ganz glatte und seidige Oberfläche hat und sich wirklich wie Schleim verhält, so ein bisschen, wie fester Schleim. Und ich möchte, wie gesagt, mal ausprobieren, wie das Ganze trocknet, wenn ich es in Silikonformen gebe. Normalerweise braucht der Silk Clay 2 bis 24 Stunden und der Form Clay braucht 1 bis 3 Tage. Und ja, wie gesagt, ich möchte mal gucken, wie das Ganze funktioniert, wenn ich es hier in die kleinen Silikonförmchen gebe. Ich habe hier jetzt sowohl Silk Clay als auch Form Clay und eine Silikonform und ihr könnt es bestimmt schon erkennen, das sind kleine Lego-Männchen und ich probiere das jetzt einfach mal aus, die beiden Materialien dort einzufüllen und in den Formen aushärten zu lassen. Ihr seht, es ist jetzt alles komplett gefüllt. In allen 8 Förmchen ist jetzt Silk Clay oder Form Clay drin. Und ich lasse das Ganze jetzt gut aushärten und trocknen. Dafür braucht der Silk Clay 2 bis 24 Stunden und der Form Clay braucht so 2 Tage. Deswegen warte ich am besten jetzt 2 Tage und dann schauen wir mal, wie das Ganze geworden ist. Es sind jetzt 2 Tage vergangen und ich gucke jetzt mal, ob der Wolkenschleim und der Silk Clay tatsächlich die Form angenommen hat. Und ja, sehr cool. Es ging ein bisschen schwierig raus, aber die Form wirklich perfekt. Also Nummer 1 mit Wolkenschleim und jetzt das Ganze einmal mit dem Silk Clay. Da bin ich besonders gespannt, der trocknet ja eigentlich noch schneller. Ups, einmal rausgesprungen. Ja, hier ist die Form nicht so ideal geworden. Also der sollte eigentlich nach 24 Stunden schon komplett ausgetrocknet sein. Hier in der Form das Ganze etwas problematisch. Mit dem Wolkenschleim hier die Oberfläche deutlich schöner. Ich schaue jetzt nochmal bei den anderen Farben. Hier geht der Wolkenschleim auch super raus in Orange. Hier mit Rot auch kein Problem. Auch hier die Erhebung am Kopf. Hier ging es gerade besser als mit Blau. Hier seht ihr, die Oberfläche ist wirklich glatt. Aber richtig perfekt ist es auch nicht. Es ist vorne einfach noch leicht weich. Hier klebt es auch wieder. Oh, hier ist sogar was hängen geblieben. Ich kann es so abziehen und auch noch formen. Also die ist wirklich noch komplett flexibel. Hier die ganze Vorderseite. Von hinten kein Problem, wo wirklich Luft dran kam, aber hier leider nicht. Mit Pink hat es gut funktioniert.
Und dann noch einmal mit Wolkenschleim. Auch kein Problem, auf jeden Fall kein größeres. Noch ganz leicht weich vorne, aber sonst gut ausgehärtet. Hier noch einmal eine kleine Übersicht über alle 8 Farben, also ein bisschen im Regenbogen aufgestellt. Und ihr habt gesehen, mit dem Wolkenschleim, also dem Formclay, ist es kein Problem, den in Silikonform trocknen zu lassen. Das hat wirklich gut funktioniert und er ist komplett ausgehärtet. Beim Silclay, der ja eigentlich weniger Zeit zum Trocknen braucht, dem würde ich einfach viel mehr Zeit geben. Hier der untere Bereich ist gut getrocknet, die Füße sind fest geworden. Bei einigen, wie hier bei dem blauen, ist es einfach so, dass der Körper mehr Zeit gebraucht hätte. Also ich habe dem Ganzen 2 Tage gegeben, aber anscheinend hätte es noch mehr gebraucht. Und ich denke, dann härtet das auch komplett aus. Und es gibt natürlich reichlich Einsatzmöglichkeiten für so kleine niedliche Figuren. Ihr könnt Schlüsselanhänger rausmachen, ihr könnt kleine Anhänger für Ketten oder Armbänder basteln oder auch Magneten hinten drauf kleben und das Ganze als kleine Magneten benutzen. Und natürlich noch reichlich andere Ideen. Vielleicht habt ihr Lust, einfach unten welche in die Kommentare zu schreiben, wenn euch noch gute Ideen einfallen. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und wenn es ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, dann natürlich auch einfach unten in die Kommentare damit. Oder schaut einfach mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!